Ein echter Kracher erwartet auf Fortuna Biesdorf im ersten Testspiel der neuen Saison. Der Aufsteiger in die Berlin-Liga empfängt den Oberligisten Blau-Weiß 90 Berlin. Sechstligist gegen Fünftligist also. Die Gäste traditionell in Blau und Weiß mit Neuzugang Mike Brömer in der Startelf. Der kam in diesem Sommer aus der Regionalliga und soll den Angriff der Blau-Weißen verstärken. Seinen Torriecher zeigt der 22-Jährige bereits nach 20 Minuten gut antizipiert. 1-0 Blau-Weiß 90 Berlin mit freundlicher Unterstützung der Biesdorfer Hintermannschaft. Die ist auch danach in Bedrängnis, die Gäste deutlich überlegen. Ballverlust auf der letzten Linie und der wird teuer. Pascal-Jan Wedemann, das 2-0 nach 35 Minuten. Der Mittelfeldmann in seinem zweiten Jahr beim Oberligisten. Letzte Saison traf er 6-mal. Kurz vor der Pause nochmal das Team in Blau und Weiß. Einfacher Doppelpass. Maurice Claire geht zu Boden und es gibt den Strafstoß. Richtige Entscheidung, wie wir hier in der Wiederholung sehen. Kevin Gutsche tritt an und trifft ganz souverän den Keeper, verladen und auf 3-0 gestellt. Das auch der Pausenstand, der Fünftligist voll auf Kurs. Zweiter Durchgang, es geht weiter nur in eine Richtung. Der Oberligist jetzt von links nach rechts. Jean Mensah kommt ins Stolpern, trifft aber trotzdem 4-0 für die Gäste. Da muss er selbst lachen. Der 19-jährige Angreifer kommt ins Straucheln und schließt dann mit dem Standbein ab. Ein wahres Kunststück. Die 53. Minute, jetzt mal ein Freistoß. Und auch den beherrschen die 90er. 5-0, Kevin Gutsche, Doppelpack für den Mittelfeldmann. Erst Strafstoß, jetzt Freistoß. Der ruhende Ball ist sein Ding. Nur 3 Minuten später, die Blau-Weißen lassen nicht locker. Justin Hippe, schön freigespielt, ganz cool eingeschoben, 6-0, das halbe Dutzend ist voll, dem Mann mit der 96 sei Dank. Dann zeigt sich mal der Berlin-Liga-Neuling, ein Riesenpatzer von Finn Rocktäschel, Tom Erlemann, der Ehrentreffer durch den Neuzugang aus Alt-Glienicke. 20 Jahre ist er jung und im Mittelfeld zu Hause. Rocktäschel sieht hier überhaupt nicht gut aus. Er kam vom Ligakonkurrenten TB. Direkt danach nimmt dann wieder der Fünftligist das Heft in die Hand. Justin Hippe ist das, setzt hier gut nach und kommt so wieder an die Kugel. 7-1, auch er schnürt den Doppelpack. Am 3. August wird es für die 90er wieder ernst. Dann beginnt die Oberligasaison. In Torlaune ist die Mannschaft von Ex-Profi Marco Gebhardt. Aber jetzt schon. 63. Minute. Wieder Hippe. Jean Mensah nimmt den zweiten Ball und trifft zum zweiten Mal. Das 8-1. Wir nähern uns einem zweistelligen Ergebnis. Es wird immer bitterer für Biesdorf. Denn Blau-Weiß 90 ist noch nicht satt, hält das Tempo weiter hoch. Gutsche ist das. Traumhaft für Nikolai Kitzing. 9-1. Und ganze 24 Minuten verbleiben hier noch. Die Schlussviertelstunde. Es kommt natürlich wieder der Oberligist. Der Ex-Babelsberger Amir Majid ist das. Justin Hippe und dann Florian Kohls. Der Neuzugang von den Würzburger Kickers macht es zweistellig. Ausgebildet in der Hertha-Jugend. Jetzt ist er zurück in seiner Heimatstadt
Berlin. Einen haben wir noch, die 88. Minute. Alexander Wute wird erst noch abgeblockt. Der Ball kommt zu Nikolai Kitzing, auch er mit dem Doppelpack und gleichzeitig auch dem Schlusspunkt 2 Minuten vor Spielende. Denn danach passiert nichts mehr. Das Torfestival ist beendet. Blau-Weiß 90 Berlin schlägt Fortuna Biesdorf mehr als deutlich mit 11:1. Eine heftige Klatsche für den Berlin-Liga-Neuling und Trainer Thoralf Dominok im ersten Test der Saison. Ja, in erster Linie haben die Spieler ihre Hausaufgaben gemacht. Sie sollten sich bewegen. Das ist eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen und sicherlich ist es ein sehr, sehr guter Gegner. Da braucht man nicht drüber reden, das wussten wir auch vorher. Sicherlich sind Ergebnisse ein paar Tore zu hoch ausgefallen. Auch aus unserer Sicht wünschenswert wäre da natürlich etwas anderes gewesen. Aber letztendlich müssen wir damit leben. Wir haben auch aus dem Spiel wieder Erkenntnisse gesammelt und Fakt ist, wir sind in der zweiten Vorbereitungswoche und sind noch in der Phase, wo wir uns viel im Läuferischen bewegen und war heute auch eine der ersten Einheiten mit Ball. Insofern alles okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.